Seit Jahren werden Christen im Iran benachteiligt, bespitzelt, bedroht und verfolgt. Muslime, die sich entscheiden, Jesus nachzufolgen, kommen durch ihren Glauben in große Gefahr. Trotzdem wächst vor allem die Kirche im Untergrund, in kleinen Hausgemeinden. Doch der Staat ist ihnen auf der Spur, mit dem Ziel, diese Gemeinden zu vernichten. Die Christen im Iran brauchen unser Gebet. Sie erfahren große Schwierigkeiten, weil sie Jesus nachfolgen. Sie brauchen Mut, um Jesus zu bezeugen. Sie brauchen Kraft, um durchzuhalten. Sie brauchen Ermutigung, um weiterzumachen. Sie brauchen Gemeinschaft, um im Glaube zu wachsen. Sie brauchen unser Gebet. Vom 4. bis 6. März 2011 beten Jugendliche weltweit für verfolgte Christen. Mach auch du bei Shockwave mit und bete für verfolgte Christen im Iran. Organisiere dein eigenes Gebetsevent. Wir liefern dir das Material kostenlos. Infos, Videos und Eventideen. Meld dich an unter www.opendoors-de.org.